Willkommen zu den Lockdown News. Heute geht es um die geplante Bundesnotbremse, Armut in Deutschland und eine anstehende NATO-Großübung. Kommen wir zum ersten Thema der sogenannten Bundesnotbremse. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Bundesregierung, mit der der Corona-Ausnahmezustand erneut verschärft werden soll. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, hat die Bundesregierung den Fraktionen von Union und SPD am späten Freitag einen ersten Gesetzesentwurf dazu übermittelt. Ziel des Gesetzes ist offiziell eine Vereinheitlichung der bundesweiten Corona-Regeln. Wenn in Zukunft ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschreitet, so sollen dort ab dem übernächsten Tag automatisch bestimmte Maßnahmen gelten. Eine davon ist eine Ausgangssperre. Diese soll von 21 bis 5 Uhr morgens gelten. Dann sollen wir in Zukunft unsere Wohnung nicht mehr verlassen dürfen, es sei denn, der Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände ist begründet. Als Beispiele werden medizinische Notfälle, Arbeiten gehen, die Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, die unaufschiebbare Betreuung von zu pflegenden und unterstützungsbedürftigen Minderjährigen oder die Begleitung Sterbender genannt. Der Besuch der Partnerin oder des Partners, die in einer anderen Wohnung wohnt, scheint nicht darunter zu fallen. Erst Ende März hatte die Universität Stanford die Wirkung von Ausgangssperren untersucht, indem sie 10 Länder miteinander verglich. Das Ergebnis? Ausgangssperren leisten kaum bis gar keinen Beitrag zur Verringerung der Ansteckungen. Doch nicht nur epidemiologisch ist die Ausgangssperre unbrauchbar, sie ist vor allem politisch ein gefährlicher Präzedenzfall. Tatsächlich war die Maßnahme der Ausgangssperre für den Bund bislang in keinem Gesetzestext in Deutschland zu finden. Das dürften nur die Länder nach dem 2020 geänderten § 28a im Infektionsschutzgesetz. Das war aus gutem Grund lange nicht so. Ausgangssperren sind üblicherweise Methoden zur Niederschlagung von Aufständen. Nach 1945 fehlten aus der Erfahrung des Hitlerfaschismus solche Maßnahmen in deutschen Gesetzen. Erst nach und nach wurden Elemente, zum Beispiel mit dem Notstandsgesetz 1968 und dem Bundeswehreinsatz im Innern, wieder aufgegriffen. Damit soll in Deutschland jetzt durchgesetzt werden, was als Lehre nach dem Dritten Reich eigentlich nicht mehr geschehen sollte. Natürlich findet dies nur unter dem Banner des Gesundheitsschutzes statt, aber wieso sollte dies nicht in Zukunft auch gegen Proteste der eigenen BürgerInnen eingesetzt werden, wenn sich Wirtschaftskrise und Klimakrise in Zukunft zuspitzen sollten? Es wird bereits davon ausgegangen, dass dies auch mit neuen Pandemien einhergehen wird. Es ist dieser Staat, der uns die aktuelle Misere eingebrockt hat mit seiner mangelnden Pandemievorbereitung, seiner Unterfinanzierung des Gesundheitssystems, der Weigerung, Impfpatente zu beschlagnahmen und Konzerne zur Produktion von Impfstoffen und Schnelltests zu zwingen und vielem weiteren. Dieser Staat sollte kein Recht dazu haben, uns vorzuschreiben, wo wir uns zwischen 21 Uhr und 5 Uhr aufhalten. Hinzu kommt noch eine weitere Verschärfung. In Zukunft soll man ab einer Inzidenz von 100 privat nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person zusammenkommen dürfen. Am Tag. Die Gruppenstärke darf außerdem insgesamt nicht über 5 Personen hinausgehen, Kinder unter 14 Jahren nicht eingeschlossen. Eine weitere faktisch unkontrollierbare Absurdität, die das Enunziantentum anheizt. Denn war nicht beim Nachbarn heute schon mal jemand da? Zudem sollen Einrichtungen, die wir in unserer Freizeit besuchen und die wir dringend für unsere seelische Gesundheit brauchen, weiterhin geschlossen bleiben. Restaurants, Cafés, Schwimmbäder, Museen, Freizeitparks, Diskotheken, Saunen, Zoos, Theater, Opern, Konzerte, Kinos und so weiter, ebenso wie Ladengeschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien und Tankstellen. All das scheint schon trauriger bekannter Alltag zu sein, dass diese Sachen geschlossen sind und stellt ohnehin in dem größten Teil von Deutschlands die aktuelle Situation dar. Ebenso traurig wie beschämend sind die angedachten zusätzlichen Maßnahmen für unsere Profitwirtschaft, unsere deutsche Industrie, in der die wirklichen Profite sprudeln. Es gibt nämlich keine. Wie immer die alte Leier, Unternehmen sollen bitte so immer möglich Homeoffice ermöglichen. Ob der Bund sowie die Länder auch die Möglichkeit bekommen, Betriebe zu schließen, ist bisher nicht bekannt. Doch selbst wenn, ein Herunterfahren der großen Industriebetriebe ist unwahrscheinlich. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat sich bereits positioniert. Ein harter Lockdown mit Betriebsschließungen könnte leicht das komplette Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr kosten, so der BDI-Präsident. Und das BIP ist in Deutschland heilig. Sagt es doch viel darüber aus, wie viel in den Taschen der Milliardäre landet. Auch das letzte Mal hat Merkel sich brav an die Ansagen aus der Wirtschaft gehalten. Nach massiven Protesten der Automobilindustrie und anderer Wirtschaftsverbände kippte sie den Osterlockdown und da ging es nur um 2 Tage bezahlten Urlaub. Schon bei der letzten Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes haben die FaschistInnen versucht, sich als Vorkämpfer dagegen darzustellen. Das dürfen wir nicht zulassen. Auch wenn sich die Querdenkerbewegung als freiheitsliebend darstellt,
ist sie doch eine Bewegung, bei der viele Führungspersonen neben ihrer eigenen Bereicherung nur Rückschritte in Richtung Kaiserreich im Sinn haben. Alle demokratischen, kapitalismuskritischen Menschen dürfen diesen Rechten deshalb nicht das Feld überlassen. Das Bündnis Nicht auf unserem Rücken hat einen guten Katalog an Forderungen aufgestellt, die jetzt umgesetzt gehören und für die wir streiten sollten. Darunter Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe während eines Lockdowns statt noch weiterer Einschränkungen im Alltag sowie ein konzernfinanziertes Kurzarbeitergeld von 100% für die volle Zeit der Schließung. Die weiteren Forderungen sind in der Beschreibung verlinkt. Das wäre eine wirkliche Antwort statt dieser Bundesnotbremse. Und noch eine weitere Maßnahme wird gerade im Eiltempo vorangebracht. So will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch in diesem Monat Sonderrechte für Geimpfte in Kraft setzen. Hintergrund davon seien Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts, dass vollständig Geimpfte weniger ansteckend seien als Menschen, die symptomfrei seien und einen negativen Test vorweisen könnten. Deshalb sollen sie behandelt werden wie Menschen mit einem negativen Test. Noch vor wenigen Monaten hatte Spahn tatsächlich Privilegien für Menschen, die sich impfen lassen und durch die Impfanfolge priorisiert werden, kategorisch ausgeschlossen. Kommen wir damit zur zweiten Nachricht, der Armut in Deutschland. Ein Thema, über das in der Öffentlichkeit wenig gesprochen wird. Dabei kommt mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland im Alter ab 16 Jahren finanziell nur knapp über die Runden. So konnten sich laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2019 gut 27% dieser Altersgruppe keine unerwarteten Ausgaben in Höhe von 1.100 Euro leisten. Das waren rund 18,6 Millionen Menschen. Die 1.100 Euro wurden gewählt, da es sich dabei um den statistischen Schwellenwert bei der Armutsgefährdung in Deutschland handelt. Fast 4,4 Millionen Menschen mussten darüber hinaus beim Essen sparen. Sie konnten sich allenfalls nur jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten. Das waren 6,3%. Unter den Erwerbslosen hatte 2019 damit sogar fast jeder Dritte ein Problem. Hintergrund der aktuellen Entwicklung dürfte auch ein niedriges Arbeitslosengeld sein. In der Wirtschaftskrise haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Offiziell waren im März 2,8 Millionen Menschen arbeitslos, etwa eine halbe Million mehr als noch vor einem Jahr. Lässt man statistische Tricks weg, sind es jedoch fast 800.000 mehr, also 3,6 Millionen Menschen. Hier reicht das Arbeitslosengeld oft nicht aus. Mehr als jede zweite Bezieherin von Arbeitslosengeld 1 erhält weniger als 1.000 Euro im Monat. In Ostdeutschland sind es sogar jede zweite von drei EmpfängerInnen. Beim Arbeitslosengeld 2 sieht es noch schlechter aus. Seit Jahren klagen Sozialverbände über einen zu niedrigen Regelsatz und einen zu geringen Mindestlohn. Kommen wir zuletzt zur geplanten NATO-Großübung. Unter dem Titel Defender Europe 21 findet in diesen Tagen eine groß angelegte Kriegsübung in Europa statt. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Balkan. Etwa 30.000 SoldatInnen der NATO werden in diesen Tagen durch Europa verlegt, samt Kriegsgerät. Sie nehmen an einer groß angelegten Übung teil, bei der Landungen aus der Luft, Schießen und vor allem Transport von Material geplant werden sollen. Die Tatsache, dass 30.000 SoldatInnen quer durch Europa transportiert werden, um zusammen Krieg gegen Russland zu üben, während normale BürgerInnen nicht mal ins Kino dürfen, zeigt, dass sich bitter getäuscht hat, wer von Joe Biden in den USA eine Entspannung im Kurs gegen Russland und China erhofft hatte. Zwar sind etwa 4.000 SoldatInnen weniger als im letzten Jahr beteiligt, dafür erstrecken sich die Übungen über große Teile Europas und beziehen auch Afrika ein. So werden von Anfang bis Mitte Mai Luftlandungen in Estland, Bulgarien und Rumänien trainiert. Mitte Mai bis Anfang Juni werden 5.000 SoldatInnen an 21 verschiedenen Standorten in 12 Ländern Schießübungen durchführen. In Albanien will man die Anlandung von Material an Küsten proben. In Afrika werden groß angelegte Schießübungen sowie Wasser-, Luft- und Vorpostentrainings durchgeführt. Krönender Abschluss der ganzen Operation soll wohl im Juni eine Übung sein, bei der die Fähigkeit des Kommandostabs bei einer Operation über zwei Kontinente und 104 Länder hinweg geprobt werden soll. Der Großteil der Transportwege führt in diesem Jahr nicht durch Deutschland, sondern über das Mittelmeer. An der kleineren Route, die durch Deutschland, unter anderem Sachsen und Brandenburg führt, haben bereits Proteste unter dem Motto "Stopp NATO-Transporte durch die Lausitz" stattgefunden. Das war's schon wieder mit den Lockdown-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war informativ. Wenn ja, verbreite das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.